Es ist der Naht, dem wir leben, seit dem Tag, an dem wir sehen können und uns fragen, was ist damals nur geschehen. Hat man mehr gespürt, mehr gesehen, mehr gefühlt, mehr verstanden, um dem Kampf einer Klasse sicher aus dem Weg zu gehen. Hat man da auch Hungernde gehabt, alte, kranke Menschen, hat man dann Hungerlohn gehabt oder jede Nacht aufs Neue eine Wunde offenbart, die Stunden so verbracht, dass die Sonne einen nicht traf. Waren die Drohungen damals besser als heute? Dachte jeder, der sie nahm, dass er nichts Besseres wollte. Konnte jeder sagen, die Tage, die erzählt, sind kostbar und locker. Atmen ohne Gnade zu opfern. Wollte jeder so sein wie alle anderen. Individualität, wer's findet, darf die Hand heben oder sich an den Strand legen. Ich wollte auch mal dahin, doch find keinen Hafen zum Anlegen. Jahre sind vergangen und ich bin immer noch hier. Fing mit 16 an zu schreiben, hab's auf den Schienen kapiert. Hab's vermieden, mich zu killen, will lieber lieben und mich fühlen für meine Lieder, die Familie, meine Liebe und den Willen. Für meine Mutter und die Großeltern, meine Schwester, auch die Tote, sie wollte nicht groß werden. Für alle Menschen, die mich kennen, die mich nicht hängen lassen, egal wie scheiße ich mal war, sie mich trotzdem in ihrem Herz lassen. Ich bin euch dankbar für die Zeit, denn jeder, der mich kannte, hat's am Ende nur bereut. Ich bin nicht anders, nur verträumt, wurde vom Leben so gezeugt. Wenn ich's erzähle, suche ich Nähe und lass die Tränen weg beim Heulen. Ich will nicht tiefer fallen als jetzt. War ganz unten, nicht nur Stunden in der Dunkelheit im Herz. Meine Wunden schließen sich fast wie ein Wunder, das sich nährt. Aus der Tiefe meiner Psyche inkarniere nun verstärkt. Ganz ohne Gefühl zog das Leben an mir vorbei. Es war nicht schlimm, ich konnte sehen, was mir niemand zeigt. Die lange Ruhephase brauchte ich, die ganzen Joints und die Reue, denn die Uhr in mir war außer sich. Hab mich verbannt, musste Depris einfach aushalten. Beats picken, aufschreiben, abmischen und ausschalten. Für jede Kleinigkeit zum Netto steppen. Abschließen, runtergehen, doch das Geld schon wieder vergessen. Ich war zwar da, aber nicht bei Sinnen. Konnte atmen, doch dachte, dass ich ersticke. Durch den Kloß im Hals, wochenlang eine Todesangst. Ich dachte, es geht zu Ende im Sinne von Gott sei Dank. Doch dann traf ich dieses Mädchen und sie wusste, was es heißt, für nichts mehr zu leben, mit Verlusten zu rechnen in einem trostlosen Leben. Doch jeder Kuss von ihr ist ein Push für die Seele.